Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, Video-Folge. Und zwar diesmal eine andere Geschichte mit sehr viel Mehrwert und Inhalt. Und zwar aus dem Film, also über den Film Bailey, ein Freund fürs Leben. Die Vorteile, mein Leben komplett ohne Radio und Fernsehen zu führen, liegen nicht nur darin, deutlich mehr Zeit für Sinnvolles zu haben und auch mein Hirn nicht unter Dauerfeuer mit Müll und Werbung zu befüllen, sondern auch darin, wenn ich mir schon einen Film ansehe, dann suche ich ihn mir selbst aus und kann ihn ganz bewusst und voll genießen. So entdeckte ich den Film Bailey, ein Freund fürs Leben, welchen ich mir ganz gemütlich ansah und vor lauter Nachdenken dann gleich nochmal ansah und hier ein paar Zeilen mitgeschrieben habe. Inhalte und Gedanken zum Film. Normalerweise bin ich nicht so der Hundefilm-Fan. Der passte halt gerade für einen Freitagabend. Schon nach den ersten Minuten des Films war ich total von den Sätzen und Botschaften begeistert und das ging fast 2 Stunden so durch. Das Leben betrachtet durch den Blickwinkel eines Hundes. Eine sehr spannende Geschichte des Hundes Bailey und des jungen Ethan, der dann erwachsen wird. Du solltest dir allerdings dann den ganzen Film ansehen. Gibt auch ein Buch dazu. Auch sehr gut für Kinder geeignet und sehr lustig fand ich auch, wie ein Tier sowohl vom Blickwinkel als auch von der Wahrnehmung die Menschen betrachtete. Hier einige Fragen und Sätze für dich aus dem Film nochmal zusammengefasst. Ein paar Gedanken für dich und für dein neues Leben. Auf jeden Fall passte der Film und die Inhalte gerade zu meinem Leben. Zu meinem neuen Leben. Das Leben bzw. die Wahrnehmung des Hundes haben mich sehr an die Bücher von Dan Millman oder John Strelicki erinnert. Natürlich ist es ein Film und wurde dementsprechend in Szene gesetzt. Dennoch fand ich hier für mich einige Inhalte. Ich habe auch ein Leben und auch ich durfte einmal die große, wahre und einzigartige Liebe kennenlernen. Geht es dir im Video oder Podcast zu schnell? Kein Problem, kannst im Blog nochmal alles nachlesen. Und so beginnt der Film. Die Gedanken eines jungen Welpen. Was ist der Sinn des Lebens? Wozu sind wir hier? Wofür ist das alles gut? War Spaß der Sinn des Lebens? Das war ein bisschen zu einfach. Doch dann war der Spaß vorbei. Ist jetzt das Leben vorbei? Irgendwie hatte ich mir das Leben anders vorgestellt. Was hatte ich denn groß gemacht? Ein bisschen gespielt, ein bisschen gefressen, ein bisschen im Dreck gebuddelt. Wenn man alles zusammenzählt, viel war das nicht. Als der Hund eine Unterkunft bei einer Familie mit einem Kind, Ethan, fand, sagte er Folgendes. Jedes Mal beim Einschlafen wurde mir mein Glück bewusst. Ich hatte einen Jungen und ich war keine Katze. Das Leben einfach genießen und es dabei zu belassen. Wozu bin ich da? Weiter zur Geschichte. Ethan wird zukünftig erfolgreicher Sportler und als sein Vater allerdings abstürzt und dann auch noch sein Bein kaputt ist, trennt er sich von seiner großen, wahren und einzigen Liebe Hannah. Dann verlässt Ethan auch noch seinen Hund, der ihn seit Jahren begleitete. Alles, was er hatte, war von nun an vorbei und Geschichte. Der Hund fasste zusammen. Menschen sind kompliziert und machen Sachen, die Hunde nicht nachvollziehen können. Zum Beispiel weggehen. Ethan und ich waren dazu bestimmt, zusammen zu sein. Aber ohne ihn, was hat es da für einen Sinn, dass ich hier bin? Vielleicht bestand der Sinn darin, nicht nach dem Sinn zu suchen. Ich hatte keine Lust mehr zu rennen. Ich war müde. Alle waren so traurig und ich war zu müde, um sie aufzuheitern. Und dann passierte es. Bailey starb und wurde wiedergeboren. Als Polizeihund bei einem einsamen Herrchen, der nachts von Albträumen gequält wurde. Da merkte er, das Schlimmste ist, allein zu sein und jemanden zu vermissen. Der Hund wurde angeschossen und sein Herrchen weinte. Bailey fasste zusammen. Das war ein ganz anderes Leben.
So richtig Spaß gemacht hat es nicht. Ich habe allerdings einiges gut gemacht. Bailey kam erneut zur Welt. Sein Frauchen war sehr introvertiert. Es gab nur sie und den Hund. Sie war allein und es war ihr egal, von wem sie geliebt wird. Hauptsache, sie wird geliebt. Darum hat sie ihm einfach alles gefüttert, was sie auch aß. Pizza, Eis. Bis sich der Hund nicht mehr bewegen konnte. Sein Frauchen lernte jemanden kennen und dieser hatte eine Hündin. Da wurde Bailey klar. Der Sinn des Lebens heißt Liebe. Die Jahre vergingen und seine Liebe musste zum Tierarzt und kam nicht mehr zurück. Er vermisste seine Partnerin. Der Sinn des Lebens war auf einmal sinnlos. Er starb erneut und kam zurück als Welpe, welcher sein Leben in einer runtergekommenen Gegend nur im Garten verbrachte. Er sagte, es war, als würden die Tage ohne mich vergehen. Er war komplett heruntergekommen und wurde dann einfach ausgesetzt. Er war mitten im Nirgendwo und kannte sich nicht aus. Dann ging er an einem Park vorbei und entdeckte einen Geruch, den er wiedererkannte. Er folgte ihm und kam wieder zu Ethan zurück. Dieser war mittlerweile in die Jahre gekommen und sah nur einen Streuner vor sich. Sie lernten sich erneut kennen. Bailey fand dann in dieser Stadt auch die Jugendliebe von Ethan wieder und führte die beiden wieder zusammen. Tja, hier packte mich die Geschichte voll und ganz. Die beiden, Ethan und seine Jugendliebe, sahen sich wieder und er sagte zu ihr, ich möchte mich entschuldigen. Die Sache damals ist blöd gelaufen. Ich war so wütend auf die Welt und auf alles. Es vergeht kein Tag, an dem ich das nicht bereue. Ich will verhindern, dass ich noch so einen Fehler mache. Die beiden küssten sich und heirateten anschließend. Viele Jahre später. Ethan erkannte nun auch wieder seinen Hund Bailey aus seiner Jugendzeit und im Abspann kam dann noch Folgendes. Bailey fasste sein Leben zusammen. In meinem vielen Hundeleben habe ich Folgendes gelernt. Habe Spaß. Ja, es ist einfach. Finde so oft wie möglich jemanden, den du retten kannst und rette ihn. Lecke die ab, die du liebst. Lass die Ohren nicht hängen wegen Sachen, die passiert sind. Und siehe keine schuldigen Sachen, die passieren könnten. Genieße den Augenblick. Lebe hier und jetzt. Das ist der Sinn des Lebens. Bis zum nächsten Mal. Ciao.